bisschen später als uns, aber dafür Samstag. Hm. Und es ist, soweit ich, ja, doch, der 22.04. Mhm. Und es ist Tag Nummer 65. Und das Teil hier kommt gleich da dran. Check. Nachdem wir die Lichterleiste erfolgreich angebracht haben, ging es auch sofort mit der Vertäfelung des Innenraums weiter. Dieser Junge, der für unser Zeit steht, hat ein Bummel immer unter meinem Zelt. Kein Fick, wenn der Polizei trifft, für Honis weiß der Eck und mit Bruder einsetzt. Na, sehr gut. Okay. Passt perfekt. Nächste. Auf damit. So, passt. Das ist cool, dass man gar nicht sieht jetzt, wo die Schrauben sind. Das hört sich gleich so schön. Weißt du? Echt geil, hier. Ja, das ist halt nur am Anfang gewesen, weil wir am Anfang ja irgendwie befestigen mussten. Du machst mir da zu viel Panik die ganze Zeit, ey. Das ist echt anstrengend. Ich mach keine Panik. Ja, mit deiner Stimme machst du das schon so ein bisschen. Ich möchte nur das ordentlich aus. Das Fragezeichen, das da mal durchkommt, ey. Kein Fragezeichen. Jetzt muss das halt da reinpassen. Das ist halt. Passt doch. Aber wir müssen in die Richtung schieben, ne? Gleich. Ach ja. Schauen wir mal, was mit der Kamera ist. Das war gestern ein großer Schock, ey. Wenn einem sein Lieblingsstück runterfällt. Okay. Vorne safe, Seite safe, unten safe. Seitlich safe, hinten. Oh nein. Monitor kaputt, aber nur drinnen. Na gut. Ist halt so. Kann man nichts machen. Am 67. Tag war ich auch wieder dabei. Gemeinsam geht's dann doch schneller. Und mehr Spaß macht es auch. Und so langsam wurde es immer häuslicher in unserem Mr. Wombat. Wie ist die Stimmung? Ja, noch ganz gut. Wir sind noch gut dabei, oder? Ja, ich würde sagen, wir sind ganz gut dabei. Einiges. Wir hätten heute zwar mehr schaffen können, aber... Ja, wir waren aber auch im Bauhaus und in Hannover. Moin Timo, alles klar? Ja, alles super. Freust du dich auf einen aufregenden Tag? Ja. Heute geht's endlich mal ans Vertäfeln, ne? Heute geht's wirklich mal ans Vertäfeln. Sehr schön. Endlich arbeiten wir mal mit Holz. Ja, wird Zeit. Gut, dann lass uns keine Zeit verschwenden und loslegen, ne? Sehe ich ähnlich. Kommst hier morgens rein, es hat geregnet und im Fahrerbereich steht das Wasser immer noch. Ja, läuft schön runter hier, die ganze Suppe, ey. Scheiße, echt, ey.
gucken, was Franzi gleich sagt, wenn die hier sieht, was hier los ist. Die dreht mich schon richtig im Roten, ey. Na gut, hilft alles nicht. Mal wieder mussten wir eine neue, undichte Stelle an unserem Auto identifizieren. Dieses Mal war es der Blinker vorne links. Statt den Blinker komplett auszutauschen, haben wir uns dazu entschieden, die undichte Stelle mit grauer Silikonmasse zu verschließen. Nerven mehr. Das ist, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Mal, dass wir hier uns um so eine Scheiße kümmern müssen. Aber wir müssen es halt machen, das ist halt das Problem. Und gut, am Ende des Tages werden wir glücklich sein, dass wir es gemacht haben. Weil dann ist alles schön dicht. Und wir können unseren Trip genießen. Ja, ohne. Das macht er ja immer. Oh Mensch, das ist ja toll, das regnet ja schon wieder. Ja, ist krass, oder? Wie einer das Wetter jetzt. Tja. Ja. Was machst du denn da? Warum ziehst du das jetzt wieder ab? Ich muss es abziehen, weil jetzt die Verkleidung nicht mehr drauf passt. Alles? Ja, nicht alles. Wir machen den Rand da, wo die Löcher sind, weil die müssen hier so einhaken. Und wenn das zu dick ist und dann noch Kunstleder drüber kommt über die Verkleidung, dann passt es nicht mehr. Kunstleder, rein. Ja. Ihr wollt es also umso schöner haben. Also was haben wir jetzt? Wir haben Fichtbrett für oben 3,50, 3,50, 3,50, 3,50, 4x 3,50. Aber Kanten. Okay, Leiste für Türen. Und oben? Ja? Dann sind es ungefähr 60. Mal 2, ja? Links 60, rechts 62. Machen wir 130. Dann können wir das zurechtschneiden. Also hier will ich in die Runde reingehen, aber hier vorne will ich es gerade zumachen. Da haben wir auch noch ein Brett, das gleiche wie da oben. Guck, das da. Ja, das ist da. Ziemlich dick, ne? Das machen wir hier drauf und das machen wir hier vorne so einmal runter. Aber theoretisch könnte man ja auch ein dünneres nehmen, weil das ja schon so stabil ist, dieses fette Teil. Ja, aber wir haben es noch. Da muss man ja nichts dran bauen. Wir haben es aber noch. Ja, ich meine wegen dem Gewicht. Wir haben es noch. Ja, Gewicht. Ja, aber wenn es am Ende immer mehr wird. Das hat den Braten auch nicht. Der Wagen ist jetzt nicht schlechter gefahren als vorher. Darum geht's schon. Ja nicht. Du darfst ja ein bestimmtes Gewicht erreichen. Ja, aber da sind wir meilenweit von entfernt. Okay. Wir sind, wenn wir fertig sind, sind wir vielleicht bei 2400 Kilo. Okay. So, wir dürfen 2,8. Nehmen wir mit, oder? Ja. Oder willst du Farbe haben? Ich finde eigentlich transparent gut, mir gefällt die Farbe so, wie sie ist. Es gibt auch weiß, aber... Nee, dann ist alles weiß. Das sieht doch ganz gut aus. Lasur-Set, zweiteilig, da können wir beide schön... Ja, nehmen wir. Jetzt ist es erledigt. Lösch. Im Laufe des Umbaus haben wir mit Abstand alle Baumärkte besucht. Dabei hat sich das Bauhaus als unser absoluter Lieblingsbaumarkt herauskristallisiert. Dies lag vor allem in dem guten Service, den motivierten Mitarbeitern und der sehr großen Auswahl an Produkten. Und nein, dies ist keine bezahlte Werbung, sondern unsere subjektive Meinung. Also von hier. So süß hier, was machen wir jetzt? Wir machen hier die Verkleidung. Okay, ich würde sagen, jetzt einmal messen von da. Von ganz oben. Bis ganz unten. 127. Autsch. Die Leiste ist geschnitten. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da war nur normaler Salat, Granatapfel, Apfelessig, Senf, Salz, Pfeffer und Avocado, genau. Richtig für Dummies, ne? Jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Ah, Mann, über diese Kanten. Ich bin ganz zufrieden. Sieht gut aus. Hast du gut gemacht. Oh, was für eine Überraschung. Hast du gut gemacht, Baby. Oh, interessant. Du hast mal was gut gemacht. So,
so gleich sorge ich für ein Erfolgserlebnis. Ist das so? Und dann gibt es wieder Motivation. Ich bin nicht so motiviert, aber. Ich weiß, ich sehe das schon. Okay? Ich bin echt unmotiviert. Gut, was würde ich sagen? Ja, hast du gut gemacht. Hier muss ich nochmal auf Chemie gehen. Jetzt müssen wir auf Gärung schneiden. Was heißt das? 90 Grad. Denke ich. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Ja. Das werden wir herausfinden. Und zwar genau in 3, 2, 1. Hier leicht abschleifen. Mit 200er. Warte, wo habe ich 200er? Achso, ich hole mal Schleifpapier, ne? Es sind meistens die kleinen Dinge, die einen am meisten aufhalten und den Fertigstellungsprozess deutlich verlängern. Vor allem, wenn man leicht perfektionistisch veranlagt ist. Immer wenn wir eine Sache dann aber erledigt hatten, waren wir wieder richtig motiviert und es konnte weitergehen. A, B, C, D, E, F, G. Zerstört. Nummer 1. Zerstört. Nummer 2. Da hinten sind auch noch 2, glaube ich. Ja. Ja, heute war ja Lehrstunde. Naja, gehört dazu, ne? Erst wieder im Bauhaus Kohle ausgegeben. So was gekauft hier für Mr. Wombat. Und dann schön gegen die Wand gefahren. Also, Statement? Ja, learning by mistakes. Ne? Ja, jetzt brauche ich auch nichts mehr sagen. Das war's jetzt für heute. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht. Es ist noch hell, also wir gehen jetzt noch nicht schlafen. Aber gute Nacht, Mr. Lombard. Tschüss.